So, kommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition 2. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen herumprobiert, wie das nicht mehr so laggt. Könnte jetzt aber sein, dass es ein bisschen langsamer läuft. Hoppala. Ja. Eigentlich wollte ich flüchten, aber egal. Das geht auch. Und kämpfen, ja. Kann nie schaden. Okay, jetzt wird es wirklich immer schlimmer. Aber die Aufnahme mache ich noch. Ein WhatsApp. Was war denn das effektiv? Knochen hat's? Super. Spezialverteidigung steigt. Ja, sieht gut aus. Ein Golbat. Los, Magnezone. Ein bisschen Elektro. Attacken. Ja, Boltwechsel. Und ciao. Und das war's. So schnell ist die Forscherin tot. Und jetzt kann man auch... Nee, kann man immer noch nicht. Oh ja, man kann eins fahren, ja. Da ist Belle. Was will sie? Ja. Wenn hier Belle ist, wird dann da vorne der Ausgang sein. Dann schaue ich doch mal, was da unten ist. Also ich bin auf jeden Fall mal nicht, es ist nicht der Rückweg. Außer ich springe da jetzt irgendwo runter, was ich nicht tun sollte. Oh, Seebritz. Die Weiterentwicklung schon. Nehmen wir Kampf. Ah, Kampf. Ach. Ich denke einfach nicht. Ach so, okay, ist doch halbwegs effektiv. Ein bisschen Überreste wirken lassen. Ruckzuckieb und das war's. Okay, dann doch nicht ganz. Nitro-Ladung ist natürlich sehr effektiv gegen mich. So. Aber mit diesem Ruckzuckieb sollte es jetzt tot sein. Und Level 37, go. Schwertanz. Na. Hätte dann doch lieber gerne meine Attacken behalten. Obwohl das gar nicht so schlecht ist, der Schwertanz. Er steigt die Attacke schon ziemlich enorm, aber... Warte mal dahin. Steigen wir mal ab vom Rad. Sorry. Ein WhatsApp ist hier noch im Weg. Einmal gekonnt flüchten. Und hier haben wir ein Flugzeug. Schön. Da geht's noch weiter. Kastador schon Level 31 hier. Und wieder ein
einer mit Gesteins-Pokémon. Hoffentlich. Ein Wanderer, genau. Onyx, ja. Einmal Fettkraftwelle und weg. Aha. Wohl doch nicht ganz. Dann halt zweimal Knochenharz, ist auch sehr effektiv. Sedimantor. Probieren wir mal. Er hat natürlich Robustheit, aber hätte auch ohne Robustheit überlebt. Also hat's auch ohne Robustheit überlebt, sagen wir so. Aber den nicht sehr effektiven Rückzug-Hieb nicht mehr. Ja. Also, was ist da? Noch ein Pokéball. Aber da ist noch ein Pokémon davor. Ein Zappladin. Wäre interessant, so eins zu besitzen. Aha, hat Schwebe. Natürlich. Und ich bin natürlich paralysiert. Ach, Menno. Kann das nur Donnerwelle, oder wie? Perfekt! Zappladin überlebt das Ganze. Da ist wieder ein Pokéball, ein Superball angesagt. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ja, sehr schön. Zappladin wurde gefangen. Nein. Metallmantel. So, und kann man, ach so. Stimmt, das gab's ja erst in, dass man da ein Luftbattle machen kann. Gibt's ja erst in Pokémon X und Y. Das gab's ja hier noch gar nicht. Ich wollte da jetzt gerade von unten gegen sie kämpfen, aber ja, falsche Edition, würde ich da mal sagen. Und oh, zu dritt ein Dreierkampf. Nein, ein Reihunkampf. Los, Lucario, am Anfang. Lucario, ja. Bedrohung. Ja, natürlich. Aber auch das ist sehr effektiv. So, jetzt muss ich nur irgendwie hoffen. Ah, dreh weiter. Dass ich angreife. Denn ich bin paralysiert. Aber greife trotzdem an. Auch Bismarck überlebt das Ganze, okay.
Und nochmal drehen. Und ich bin paralysiert und kann nicht angreifen. Und Magnetbombe. So, das war's jetzt. What the f- Alter, wie hoch ist die Verteidigung von dem schon? Ja, das ist auch nicht sehr effektiv gegen mich. Nee. Ja, mach Bodycheck, ist auch nicht sehr effektiv. Ich wollte eigentlich was anderes einsetzen, aber egal. Nämlich Ultraschall. Ja, wehr die Attacke ab, Alter! Magnesum. Dein Ziel ist schon wieder unter aller Sau. Bispa killt sich selbst. Ja. Ich drehe da auch mal weiter. Nicht sehr effektiv. Ja, das habe ich gesehen. Das ist nicht sehr effektiv, gefällt mir irgendwie. Aber das war's jetzt auch. Auch dieser Kampf wäre geschafft. Auch dieser Umweg wäre hiermit. Na okay, hier war ich noch nicht ganz. Aber hier hält mich Castor schon wieder auf. Ach, Graben jetzt. Flucht. Ich will doch wissen, was da oben ist. Ein Trainer. Ja. Ach ja. Flapterix. Ach, Stärke. Akrobatik. Muss das sein? Es ist sehr effektiv für mich. Aber das nicht gegen ihn. Sehr schön. Sora-Kick setzen wir mal ein. Oder besser gesagt, Seso-Kids. Ja, Ha, ha, ha. Volltreffer, ja, One Hit natürlich. Stirb. Los, Magma. Mach auch mal wieder was. Elektrik. Ja, hilft sowieso nichts anderes. Werden wir bei Feuer bleiben?
Flammensturm. Ah, Flammensturm, go. Donnerwelle nach Duffy. Funkenflug. Ein Lichtschild auch noch. Ha! Volltreffer. Doch, das darf wahr sein. So, hier absteigen. Ein Donnerstein! Ja, aber... hab kein Pikachu oder irgend sowas. Nichts. Auch... naja, theoretisch habe ich ein Evoli. Weiß jetzt gar nicht. Schon Evoli gefangen habe. Oder irgendein Pokémon, dem ich einen Donnerstein geben könnte. Na komm, dahin, darauf, darauf, darüber, darauf, danke. Professor Escher hat mich gebeten, das Ökosystem der Zappler den zu erforschen. Es gibt aber nicht so viele davon und besonders stark sind sie auch nicht. Da hast du recht. Und hier ein fettes Nachtnetz. Hat natürlich auch Robustheit und wird daher auch die Kraftwelle überleben, da ich vorher sterben werde, bevor ich angreife. Oder auch nicht. Okay, Nasknet hat keine Robustheit, dann stirbt sie halt One Hit. Ich dachte, er hätte Robustheit, aber anscheinend doch nicht. Die sieht mich wieder nicht hier. Oder besser gesagt, sie sah mich nicht. Musste ich extra zurückfahren. Und Lucario, Stärke. Nein, nicht Lacke, komm. Jetzt bin ich tot. Natürlich. Lucario ist auch im Arsch. Ja. Magnezone wird einen Voltwechsel durchführen. Damit, falls der Gegner nicht stirbt, ich trotzdem weiterlebe. Natürlich, ich hab's mir schon gedacht, dass er Robustheit hat. Deswegen ein gekonnter Wechsel zum unnötigen Seso Kids, das jetzt drauf gehen wird. Oder auch nicht. Finte! Oh, Seso Kids greift sogar zuerst an. Magnezone Level 37. Ein Magma Atmurai. Aquarelle. Ja, mach doch einen Konfu-Strahl. Danke. Das kann ja wieder heiter werden. Ach, Menno. Bis ich da mal wieder angreife. So, stirb. Dann halt nicht. Wasserdüse. Greift wenigstens zuerst an. Ach, Menno, ja.
Was kommt denn dann noch machen, Nasknet? Flucht so schnell wie möglich. Ich habe keine Pokémon mehr. Was? Was? Nasknet verhindert eine Flucht mit Magnetfalle. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und Magnezone kann nicht ausgetauscht werden. Wegen Magnetfalle. Dann mache ich halt einen Voltwechsel. Los, Caesar Kids! Zweimal getroffen. So. Und wenn ich es nicht töte, wenn ich nicht flüchten kann, dann fange ich es halt. So, ein weiteres Pokémon wurde gefangen. Nasknet schützt sich mit Objekten aus Eisen und lässt mich nicht flüchten, dieser Assi. Ich da schon wieder hinrenne. Magnezone, come on und flüchten. Thanks. Hier komme ich sowieso nicht weiter. Ja. Ich will mal sagen. Was? Alter, die Brücke kenne ich. Okay, das ist ein schnellerer Weg zurück. Schön, das noch herausgefunden zu haben in diesem Part. Wo geht's hier lang? Hier ist der Ausgang. So, ich erkunde jetzt noch die Höhle fertig und was uns dann draußen erwartet, seht ihr dann im nächsten Part. Das heißt hier nach unten noch und den Pokéball noch mitnehmen. Komm jetzt! Können wir nicht alle 5 Sekunden Pokémon auf, alle 5 Schritte jede Sekunde ein Pokémon auftauchen? Das kann doch nicht euer Scheiß. Alter, der hat wieder Magnetfalle. Nasknet, das nervt. Stirb. Stirbt wieder nicht mit einem Schlag. Los, Caesar Kids, Poison. Kill sie alle. Alter. Ja, vielleicht nochmal. Stirb. Verreck. Ja, verreck. So, du bist mein letzter Gegner. Ja. Machen wir einen Doppelkampf, einen Reihenkampf, einen Dreierkampf, irgend sowas. Oh, schade, er hat nur 2 Pokémon. Ein Stolunio. Was höchstwahrscheinlich meine ganzen... Naja, Voltwechsel müsste eigentlich wirken. Wenn Stolunio kein Schutzschild einsetzen würde... Thank you.
Ich würde mal sagen, da wechseln wir mal. Oder wir wollen hinten das einfach. Auch keine schlechte Idee. Ja, nehmen wir Magma, weil es egal ist. Ein Nasknet, ja. Admiral. Und Aquawelle. Ja, natürlich, dieses Nasknet hat Robustheit. Auf jeden. Nasknet kann Erholung. Ja, aber es pennt jetzt zwei Runden lang und ist dadurch kampfunfähig. Hat natürlich ein zweites Mal Robustheit. Läuft tief und fest. Und Vergeltung. Tot. Volltreffer auch noch. Hat den nur noch ein KP. Ja, ich war der bessere, eindeutig. Carbon. Sehr schön. Er war etwas unnötig. Aber egal. Ja. Was uns dann. Warte noch. Ich bin noch nicht ganz davor. So. So, was uns draußen erwartet, seht ihr im nächsten Part. Also. Bis dann. Auf Wiedersehen.